Ey, wie schön, dass ihr sie alle gekommen seid. Wieder ein kleiner Kreis, aber klein, aber oho. Und ja, heute ist meine Platte Moon Balloon rausgekommen und freue mich unheimlich, dass Marc hier bei A&O Medien mich eingeladen hat, hier die Präsentation zu machen. Und wie schön, dass ihr da seid, ein bisschen zuzuhören. Es ist jetzt so geplant, weil die Platte ist ja mit Orchester und das war ein bisschen schwierig, das ganze Orchester hier reinzuholen. Ich würde das jetzt so machen, ich spiele zwei Stücke solo und dann haben wir diese unfassbare Maschine hier. Das ist eine Tonbandmaschine von Balfinger. Und da würden wir dann die ganze Platte einfach nachher hören, im schönen System hier. Und da kann man, glaube ich, dabei auch immer noch ein bisschen rumlaufen und Platten kaufen oder CDs kaufen und so. Also viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt alle ein Getränk. Und ich lege mal los mit dem Stück, das heißt, das ist die erste Nummer auf der Platte, die heißt Mrs. Blue. Okay. Thank you.
war Mrs. Blueberry. Und das letzte Stück, was ich spiele heute, ist ein Stück, was mich schon ganz lange verfolgt. Seit meiner Studienzeit ist von dem japanischen Pianisten Makoto Usone geschrieben. Das heißt Times Like These. Eine ganz schöne Nummer, die ich nicht loswerde. Mal gucken, ob es heute Abend klappt. Die haben wir auch, beide Stücke haben wir mit dem Orchester auch aufgenommen. Da sage ich noch gleich ein, zwei Stücke zu. Jetzt erstmal viel Spaß bei Times Like These. Thank you.
Der Platte Moon Balloon kam, dann habe ich im Prinzip genau das, was ich jetzt gemacht habe, meinem guten Freund Peter Hintertür so Solo-Arrangements oder Improvisationen geschickt und uns schwebte ganz lange schon vor, eine Platte aufzunehmen, wo er für ein großes Ensemble, in dem Fall für Orchester, arrangiert. Und dann habe ich ihm das so aufgenommen und geschickt und habe dann nach ein, zwei Monaten Entwürfe wieder bekommen und das klang so wunderschön alles. Also das hat, wir haben dann wirklich durch seinen Kontakt, konnte ich dann letztes Jahr im Mai mit dem Filmorchester Babelsberg aufnehmen. Und dann ist an einem Tag diese Platte jetzt entstanden, die wir jetzt gleich hören, hier über die tolle Wallfingermaschine. Bin ganz froh, dass es endlich, das war eine lange Zeit, also dieser Aufnahmetag war eigentlich nur ein Tag, aber die Zeit danach, das alles zu mischen, das zu sortieren, wo überhaupt das Orchester wäre, wie wo steht, das war schon ein ganz schöner Aufwand. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt Freude daran. Und wir hören jetzt einfach, die Platte ist nicht lange, so knapp 40 Minuten, 37 Minuten. Und wir lassen die jetzt mal laufen. Ganz viel Spaß. Und ist doch schön, dass wir diesen... Drücke genau zwei Knöpfe heute Abend. Okay, muss play, da. Ja, genau. Also viel Spaß. Schön, dass wir in diesen komischen Zeiten so ein bisschen was Schönes machen können. Ja. Lautstark okay? Die Dynamik ist schon groß bei uns. Ja, ja. Also man muss auch